Jo, und was geht? Euer Karasu Tengu ist wieder hier back am Start mit Dragon Ball News und wir haben sehr fette News. Es ist erstmal sehr viel angekündigt worden. Über Dragon Ball Super Heroes gibt es jetzt neuen Stuff. Dann ist ein Anime dazu angekündigt worden. Dann wurde zu einem Dragon Ball neuen, also zu dem Film, dem Movie, wo wir schon den alten, oder wo wir generell einen Trailer gesehen haben, wo wir halt ein Saiyajin gezeigt wurde, ein älterer Saiyajin, so sah es jedenfalls aus, gegen Son Goku aus dem neuen Film 2018, Ende, also Dezember, wisst ihr ja, hatte ich ja schon mal drüber berichtet und da sind jetzt neue Sachen auch gezeigt worden, aber bevor wir zu den hauptlichen Thema dieses Video kommen, möchte ich also erstmal kurz zeigen, hier erstmal kurz das neue Cover des Manga Volume 6, also von Dragon Ball Super ist jetzt Manga 6 rausgekommen. Und wird am 4. Juni 2018, also wird es rauskommen. Das ist erstmal die Coverpage, noch nichts Spektakuläres. Wir sehen halt Son Goku auf so einem Reittier oder so und im Hintergrund C17 und C18 und Krillin und so weiter und so fort. Das ist erstmal die Coverpage. Dann kommen wir aber zu richtig geilen Stuff. Und zwar wird es sich um Dragon Ball Heroes drehen und den angekündigten Anime dazu. Das ist erstmal richtig geil. Und zwar hat Yanko Production auf Twitter gepostet oder getwittert. Er ist sehr bekannt für seine, für seine wahren Aussagen. Also alles, was er so leakt oder twittert und so, hat immer Hand und Fuß und ist eigentlich in der Regel kein Quatsch. Also ist immer zu 100% fast richtig. Meistens sind auch die Scans immer aus der V-Jump und alles. Also alles kommt immer darüber. Und daher können wir wissen, dass es sich um vertrauensvolle Quellen handelt. Und zwar twittert er, dass Dragon Ball Heroes Universe Survivor and Prison Planet Arc eine Serie stattfinden. Oder sie wollen eine Serie damit produzieren, eine Serie starten, was sich halt im Dragon Ball Heroes Universum, wir haben ja den Trailer gesehen zu Dragon Ball Heroes, zu dem neuen Universal Ultimate Mission Arc handelt, wo wir halt den Super Saiyan Blue sehen von Son Goku und den Dragon Ball Heroes Son Goku als Super Saiyan 4, wo sie halt gegeneinander kämpfen. Ihr wisst wahrscheinlich, ihr kennt alle den Trailer wahrscheinlich. Und darum soll sich, also in diesem Universum, in diesem Arc, soll sich die Anime-Serie drehen. Es wurde aber schon gecancelt, und also nicht gecancelt der Anime, sondern der Name wurde gecancelt, sondern es handelt sich nicht um zwei eigenständige Arcs, sondern wie hier geschrieben wurde, Universal Survivor Arc und der Prison Planet Arc, sondern es wird Universal Prison Planet Arc wohlmöglich heißen, aber dazu bekommen wir vielleicht noch weitere Infos. Das Wichtige hierbei ist aber, wir wissen nicht genau, ob es jetzt eine eigenständige Serie wird, also mit sehr vielen Episoden, mit sehr vielen Folgen, mit sehr viel Stuff, der gefüllt wird. Wir wissen erstmal nur, dass es erstmal eine First-Episode, eine Pre-Screaming-Episode geplant ist. Ab 1. Juli, so hat er es getwittert, in Ion Lake Town wird es präsentiert. Die erste Episode, wie viel es gibt oder gemacht wird, produziert wird. Wir können davon ausgehen, dass es vielleicht nur so ein Anheizer ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie es einfach nur so benutzen. Man hat ja immer die Trailer gesehen, ne? Die ganzen Intro-Videos von Dragon Ball Heroes und Super Dragon Ball Heroes. Und die kamen ja sehr gut an bei den Fans da draußen, weil dadurch kam ja erst Dragon Ball wieder in Gespräch. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, dieses reine Dragon Ball Heroes ist ja eigentlich ein Kartenspielautomat. Ne? Ihr wisst vielleicht, auf meinem Kanal habe ich ja den ersten Teil gespielt und jetzt spiele ich ja den dritten Ableger für den 3DS. Aber ursprünglich war es mal ein Kartenspielautomat oder ist immer noch ein Kartenspielautomat, wo sehr viel Stuff gezeigt wird, sehr viele Arcs. In diesem Spiel kann einfach alles passieren. Man hat sehr viel mit Zeitreisen zu tun, wie bei Dragon Ball Xenoverse. Man trifft die ganzen alten Heroes. Man trifft sehr viele Charaktere aus unterschiedlichen Zeitebenen. Muss sie dann bekämpfen, muss Dragon Ball sammeln, muss die Bösewichter in jeder Zeitebene besiegen und dergleichen und so fort. Also es kann sehr viel passieren. Es ist auch möglich, dass sehr viele Son Gokus gegeneinander kämpfen. Aus einer anderen Zeit sehen wir ja auch in den Trailer, ne? Super Saiyan Blue aus Super gegen den Super Saiyan Son Goku 4 aus Heroes. Also es gibt sehr viele Zeitparallelen, die da koexistieren und man muss halt immer von einer Reise zur anderen. Und wie im Spiel, wie ich euch im Let's Play präsentiere, muss man halt die gewissen Zeitzonen bekämpfen und die Gegner besiegen. Jetzt haben natürlich, gibt es natürlich andere, die auch Videos gemacht haben darüber, aber nicht sehr viel Informationen darüber haben, aber trotzdem darüber reden. Das Problem ist einfach, es gibt nicht nur einen Saiyajin, den man halt immer im Trailer sieht. Es ist eigentlich der Main-Charakter, den man sich aussuchen kann. Man hat aber mehrere Rassen. Man kann auch Namek nehmen, man kann auch Majin nehmen, man kann Cyborgs nehmen, man kann Menschen nehmen, man kann Saiyajin nehmen, wie man halt in den Trailer sehen. Im Trailer und im Intro von Dragon Ball Heroes
ist hauptsächlich aber immer dieser Saiyajin gezeigt. Also immer der sich auch verwandelt und so gleich und so fort. Also die anderen Rassen können sich natürlich auch verwandeln. Die haben auch alle ihre super Sachen. Aber man ist nicht erpickt nur auf diesen einen Charakter. Also man muss nicht nur diesen Saiyajin nehmen. Das wollte ich erstmal kurz sagen. Man hat mehrere Rassen zur Auswahl, wenn man dieses Spiel spielt. Auch wenn man jetzt am Kartenspielautomaten. Man hat natürlich die Karten, die man sich kaufen kann. Die kann man dann darauf legen und dann natürlich Missionen machen und so was. So wie halt im 3DS. Müsst ihr euch mal angucken, dann wisst ihr eigentlich, von was ich rede. Also man kann, wie gesagt, mehrere Rassen nehmen. Somit ist erstmal die Info, dass man nur diesen Saiyajin nehmen kann, falsch. Dann kommen wir aber noch neben den, was schon sehr geil ist, die Serie, ne, die jetzt angekündigt ist, wo wir aber noch nicht wissen, ob es jetzt mehrere Episoden gibt, ob es alles adaptiert wird, ob es neu verbunden wird oder neue Geschichten ausgesponnen. Wir wissen ja, dass Dragon Ball Heroes Manga, es gibt ja auch einen Manga zu dem Spiel, der von Toriyama gemacht wird, und ob er das natürlich später irgendwie in den Anime, der angekündigt ist, auch jetzt für uns als Serie, ob er da irgendwas mit einfließen lässt, kann natürlich gut möglich sein, muss es aber nicht. Und ich glaube auch nicht, dass generell nur ein Manga oder eine Serie über Dragon Ball Heroes gemacht wird. Ich denke eher, dass es so ein Anheizer sein soll, wie halt die Intros und die Trailer, die halt nur ein paar Sekunden gehen, dass man halt um jeden Arc, den man in Super Dragon Ball Heroes spielen könnte oder kann, dass so eine kleine Miniserie entsteht, ne? So, sag ich mal, so maximal Minimum 10 bis 15 Episoden, wo man halt den Arc so erklärt, wie was kommt, und die einzelnen Abschnitte so präsentiert von dem Spiel, ne? Das müssen wir aber abwarten, da kommt wahrscheinlich noch mehr Stuff in den nächsten V-Jump und dergleichen und so fort. Das Geile ist aber, wir haben auf alle Fälle erstmal ein Coverpage von dieser Anime-Serie, die halt am 1. Juli, wie gesagt, ausgestrahlt wird. Und zwar haben wir hier dieses Cover, kann ich aber mal oben einblenden, Super Dragon Ball Heroes Universe Mission. Und wir sehen erstmal natürlich Trunks, ne, Mai, Vegeta. Dann sehen wir da hinten Cooler, also es sieht aus, als wenn es Cooler in seiner feinen Form wäre. Dann sehen wir natürlich oben links Son Goku Super Saiyan 4, wie ich gesagt habe, aus Dragon Ball Heroes, ne, der Son Goku. Dann haben wir auf der rechten Seite Son Goku in Super Saiyan Blue. Das kennen wir ja schon aus dem Trailer, ne, zu dem Spiel. Ja, und hier ist natürlich jetzt die Coverpage von der kleinen Miniserie, die geplant ist. Ne? Bei Dragon Ball Xenoverse 2, jetzt mal die Parallelen zu ziehen, gibt es natürlich auch jetzt so einen kleinen, ja, so einen kleinen Story-Inhalt, den man beim letzten DLC mit beibekommen hat, wo man halt mit Fu zusammenspielt und ein bisschen so die Geschichte, die ja halt manipulieren wäre. Ach, ganz verstrickt die Sache, müsst ihr euch mal durchlesen, die Story. Auf alle Fälle ist Fu so einer, der auch in die Zeit reisen kann, also er kann in die gewissen Zeitabschnitten reisen und kann natürlich mit seiner Magie auch diese beeinflussen. In Dragon Ball Xenoverse 2 muss man dieses dann ja quasi verhindern. Am Ende wird natürlich alles gut mit Son Goku und dergleichen. Und ja, wie gesagt, in Dragon Ball Super Heroes ist er natürlich auch bei und es wird sich womöglich so in etwa um diese Geschichte drehen. Und wie gesagt, in der Miniserie, es wird wahrscheinlich nur ein paar kleine Episoden geben, um halt den ganzen Arc oder das ganze Spiel anzuheizen, um halt auch ein bisschen den Fans zu zeigen, jo Leute, hier habt ihr wieder was, ihr müsst nicht so lange warten. Ich meine, der Film, der kommt am Ende 2018, also Ende dieses Jahres. Und bis dahin ist noch sehr viel Luft, ne, um einfach auch die Leute bei Stange zu halten, um die Fans auch zu sagen, hey, ja, wir sind da dran, wir machen für euch, ne. Die müssen natürlich jetzt den Hype mitnehmen, ne. So, Dragon Ball Super ist ja jetzt Ende und es ist ein bisschen abgeflaut in letzter Zeit. Darum kamen auch nicht mehr so viele Videos über Dragon Ball, weil ich muss nicht wie andere über jeden Scheiß berichten. Ich habe mir jetzt mehrere Sachen zusammengeguckt über den neuen Film. Kam noch ein was ich euch gleich zeigen werde. Und ja, das wollte ich einfach mal zusammenfügen und alles zusammen in ein Video reinhauen und nicht jetzt jeweils einzelne Video darüber drehen. Macht nur Sinn, finde ich, meiner Meinung nach. Und zurzeit ist ja Dragon Ball nicht mehr so was und jetzt kommen sie natürlich mit so einem Hammer. Ist schon richtig krass, aber darauf können wir uns auf alle Fälle freuen. So, dann kommen wir zu den nächsten News, was wir noch haben. Und zwar gibt es auch wieder neue Einzelheiten zu dem Film, der Ende dieses Jahres kommen wird. Also nicht bei uns, aber erstmal in Japan und so. Wann er denn bei uns kommt, ist natürlich eine andere Sache. Am 14.12. sehen wir hier nochmal ganz groß. Und wir haben die Charakterdesigns. Also die ersten Designs der Charaktere, wie sie in diesem Film aussehen. Wie gesagt, es muss sich ja, also so wurde es gesagt, dass es nach Dragon Ball Super anknüpft, dass es danach spielt. Wir sehen aber auch, dass Vegeta und Son Goku etwas anders aussehen. Das haben wir auch in den Trailer schon gesehen, dass Son Goku etwas anders aussieht. Dass der Zeichnungsstil etwas anders ist, als wie wir den sonst kennen. Oder aus Dragon Ball Z oder aus Dragon Ball GT.
Er ist ein bisschen anders. Ich sage nicht, dass er schlechter aussieht. Es sieht halt, ja, humaner aus, ne? Also nicht so überdreht oder abgedreht, sondern einfach humaner. Und wir haben einmal Son Goku und Vegeta in Super Saiyan Modus. Dann haben wir Son Goku nochmal normal. Dann Whis, Beerus und Piccolo ganz unten und Vegeta auch nochmal als Charakterdesigns. Und ja, das ist erstmal das alles und die neuesten News, die jetzt rausgekommen sind, die getwittert wurden. Sehr viel Stuff eigentlich. Also wie gesagt, ich halte nochmal fest, wir haben Ankündigungen zum kleinen Miniserie zu Dragon Ball Heroes. Ne, dann haben wir die Charakterdesigns, die ersten. Da kommen wohl, habe ich gelesen, kommen auch noch einige andere jetzt demnächst. Dann das Manga-Cover haben wir gesehen. Und ich würde mal sagen, sehr geile News. Wir können uns auf einiges freuen. Was sich wie und was weiterentwickelt, werden wir dann sehen. Es wird in den nächsten Tagen noch einiges kommen. So wurde es angekündigt. Noch mehr Stuff deswegen. Und wenn es irgendwas Neues gibt, dann werde ich natürlich euch darüber informieren wieder. Gar kein Problem. Das war's aber erstmal. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne freuen über ein Like oder ein Abo oder einen Kommentar. Und ich frage euch natürlich gleich am Ende, was haltet ihr davon? Freut ihr euch extrem auf den Film oder jetzt auf der Miniserie? Oder generell, habt ihr das Spiel überhaupt schon mal gespielt? Kennt ihr das Spiel? Alles das, solche Fragen, alles unten in den Kommentaren. Würde mich dann brennend interessieren. Und das war es dann auch schon von mir und den neuen News zu Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes, wie auch immer. Ich bin dafür erstmal raus und ciao.